Yeah. Brr. Ey Leute, willkommen, ich bin Flak, Alter. Direkt aus der Gesangskabine hier bei Hustlers Brand, Alter. Wir nehmen gerade unsere ersten Texte auf, so für die Zusammenarbeit. Script und Flak, Flak und Script. Zusammen zwei Mann gegen den Rest. Halte ich fest. Auf jeden Fall, es geht folgendes: Hustlers Brand präsentiert jetzt dem nächsten jungen Skater. Ich habe ihn schon gesehen. Er kann verdammt geil mit dem Brett umgehen. Er springt, er hüpft, er macht 360s, er macht 180s, er macht 260er, er macht alles. Sieht geil aus, er ist jung, Talent, ja, demnächst, also auch mal drauf achten, ein paar Skater-Video werden kommen, so er mit seinen Freunden, Represent, Hamburg, Represent, Hustlers Brand, alle, auf jeden Fall kommt ein Graffiti rein, wie Thomas Ipong, wie Skate Hall, und dann werden wir dort auf jeden Fall alles rocken, ja, Flak plus Skateboarding, geht nicht, bricht durch das Brett, aber der junge Mann plus Hustlers Brand wird auf jeden Fall eine geile, geile Sache, Alter. So, letztens habe ich auf YouPorn, so von King Orgasmus One, den Channel gesucht, wollte gucken, ob meine Ex da ist, die Drecksau. Leider konnte ich die Sachen nicht pushen, so, weil Facebook gesagt hat, geht nicht, dies, das, ey. Dann habe ich hier mit meinem Super-Handy, weißt du, ohne GPRS, ohne dies, das, ohne LTE, ohne HDSL, ohne Prada, ohne Gucci, ja. Habe ich dann bei meinen Kollegen angerufen, beim Rocco Siffredi, Alter. Test, Test. Top-Typ und so, habe ich ihn gefragt, so, ey, Digga, sag mal, wie lange braucht eine Alte, so, bis sie professional ist bei Pornodarstellerinnen, damit so bei den Adult Videos Networkings, ja, dann hat er gesagt, so, 15 Filme, davon müssen 13 Filme, passt mal auf, 13 Filme müssen anal sein. Also, die muss sich 13 Mal in Arsch ficken lassen, so, von verschiedenen Leuten, so, zum größten Teil von Schwarzen, so von Mohren, Neger, wie auch immer ihr es nennen wollt. Hier unten wird gerade zensiert bestimmt. Aber macht nichts. Also 13 Filme müssen anal sein. Dann ist sie schon auf jeden Fall als professionelle eingetragen bei der GEMA, der Pornoindustrie oder wie es heißt dort, ja. Da habe ich mir gedacht, herzlichen Glückwunsch an meine Ex, ey. Du kleine Drecksau, weißt du, kommst an von wegen die Stars. Du hast Gedanken im Kopf, halt die Fresse, bleib weg, schreck mich nie wieder an, mach gar nichts, Alter, weißt du. So, und dann habe ich mir gedacht, so, ey, weißt du, wie geil ist das denn, Alter? Mein Freund, der Boris Becker, Alter, ist wieder im Tenniszirkus. Dazu äußern wir uns beim Wochenrückblick. Top-Typ auf jeden Fall. Dann, meine Freunde der Sonne, habe ich mir gedacht, so, ey, bevor das Ganze ausartet, werden wir demnächst so kleine Sachen machen, so mit Yassin und so. Ja, so, Yassin verkleidet sich als Flak und geht clown bei Karstadt, ey. Mal schauen, wie das wird. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt Like drücken oder Dislike drücken, mir egal. Aber wenn Yassin im Fernsehen läuft, ey, übergeil, ja? Terrorismus, glaubt mir. Euer Flak, bis demnächst. Auf diesem Weg nochmal ganz schnell grüße ich jetzt alle Leute, die hier unten laufen werden. Ihr könnt das Video nicht anhalten, es läuft so schnell runter. Auf jeden Fall Sue Cruso, die auf jeden Fall grüße ich. Cruso Family grüße ich auch. Ich grüße meine Kollegen in Frankfurt am Main, ja? Den Cello grüße ich auch. Abdi sowieso, ja, ihr seid auch cool drauf, auf jeden Fall. Dann grüße ich Piff, Puff, Dips, Zillabim und wie die alle heißen, Seth, Jay-Z, Jay-Z der Killer und alle anderen. Also alle, die ich jetzt vergessen habe, grüße ich nicht, weil ich das mit Absicht vergessen habe, okay? Ich mag euch nicht. Na gut, ich mag euch schon, aber ich habe euch vergessen leider. Ich habe euren Namen nicht da. Euer Flak, bis demnächst.